Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Thomas Rabe bei Bertelsmann hat es getan, Kurt Bock bei BASF und zuletzt auch Joe Kaeser bei Siemens. Sie alle sind als CFO auf den CEO-Posten gesprungen. Eine spannende Entwicklung, die wir uns heute mal genauer anschauen. Wir fragen, können die Herren der Zahlen auch gestalten? Und vor allem, was für Talente und Profile müssen sie mitbringen, um sich zu eignen für den Sprung an die Nummer 1? Dafür haben wir uns den Rekrutierer und Karrierecoach Dr. Dieter Unterhahnstein eingeladen, Deutschlandchef von Spencer Stuart. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank. Fangen wir vielleicht mal an mit dem aktuellsten Beispiel, Joe Kaeser. Ist ja ein bisschen ungewöhnlich für den CFO. Er hat schon eine sehr starke Rolle gespielt, auch in der Öffentlichkeit, auch ganz klar die Agenda von Siemens geprägt. War das der Grund, warum er als CFO dann letztendlich als geeignet empfunden wurde und nicht einer der anderen Divisionsvorstände, die viel tiefer im operativen Geschäft stecken? Mit Sicherheit. Ganz wichtig war einfach die Tatsache, dass er bereits lange Zeit im Vorstand war, das Vertrauen der Aktionäre genießt. Er galt ein Stück weit auch als das Mitgesicht von Siemens neben Löscher und schon sehr lange im Unternehmen ist. Aufgrund der Tatsache, dass man Löscher seinerzeit als externen Kandidaten geholt hatte, was für Siemens ungewöhnlich genug war, und letztendlich Löscher, man muss sagen, gescheitert ist oder eben nicht so reüssiert hat, wie man sich vorstellte, war es fast auszuschließen, dass man jetzt einen neuen externen Kandidaten vom Markt holen würde. Intern, Sie haben völlig recht, hätte natürlich ein Business-Unit-Leiter sich durchaus angeboten. Sie wissen, da waren auch zwei Namen genannt worden, die wir auch im Rennen waren. Man hat sich aber schließlich dann doch für den Finanzmann entschieden. Vielleicht ein bisschen in Anlehnung auch an Dinge, die man jetzt gesehen hat in jüngster Zeit, sei es bei der Telekom oder bei anderen, dass die Finanzer eben doch eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber ganz ohne Zweifel ist Joe Kaeser eben ein ausgewiesener Generalist mit sehr starkem Finanzhintergrund. Was natürlich besonders charmant ist bei der Siemens-Situation, ist, dass Siemens ja das Ingenieursunternehmen schlechthin ist eigentlich in Deutschland. Es gibt ja nur noch ein zweites oder ein drittes, die man da auch noch vielleicht auf diese Ebene stellen würde. Das sind die Autobauer. Mhm. Und just kam er jetzt vor wenigen Wochen auch das Gerücht auf, dass CFO Pötsch bei VW möglicherweise aufrücken würde, wenn Herr Winterkorn Herrn Piëch im Aufsichtsrat aus gesundheitlichen Gründen ersetzen sollte. Wie bewerten Sie das denn? Ich muss ehrlich gestehen, das hat uns als Experten im Personalbereich doch sehr überrascht. Also Winterkorn bzw. VW, ein extrem technikorientiertes Unternehmen, dass das eventuell von einem Finanzer geführt werden könnte, muss ich sagen, das hat mich also doch sehr überrascht und habe ich auch nicht mit gerechnet. Auch das ist darauf zurückzuführen, dass das Führungsduo Winterkorn-Pötsch bisher in der Öffentlichkeit sehr gut aufgetreten ist, gut funktioniert. Pötsch zweifelsohne den Konzern sehr, sehr gut kennt. Dennoch, bei Siemens hätte man sagen können, internationaler Konzern, zahlenmäßig orientiert, finanzmäßig aufgestellt. VW, sehr, sehr technik- und gerade auch innovationsorientiert, ist doch eine große Überraschung, wenn das tatsächlich so geschehen würde. Was für Talente müssen denn CFOs von Haus aus mitbringen, um überhaupt als CEO in Frage zu kommen? Dinge, die sie jetzt nicht lernen können im Job, die einfach vorhanden sein müssen? Sie müssen deutlich stärker generalistisch aufgestellt sein, als nur sich in der Zahlenwelt auszukennen. Sie müssen nach vorne schauen können, sie müssen Entwicklungen voraussehen können und sie müssen international erfahren sein. Wenn Sie sich mal anschauen, was Höttges gemacht hat vor kurzem, jetzt in der Vorbereitung auf sein Thema bei der Telekom, er hat sich 5 oder 6 Wochen in Silicon Valley zurückgezogen. Das hat er ja nicht gemacht aus Spaß und guter Laune, sondern um sich stärker auch mit den Innovationsthemen zu beschäftigen. Das heißt, ein CFO muss in der Welt der Zahlen nach vorne gerichtet sich auskennen und sich dort auch orientieren. Wenn Aufsichtsräte jetzt neue CFOs rekrutieren, achten Sie bei den neuen Kandidaten jetzt auch schon auf diese potenziellen Leadership-Fähigkeiten, die Sie gerade erwähnt haben? Oder geht es da doch eher darum, nach wie vor schwache Persönlichkeiten als CFOs an Bord zu holen, damit Ruhe im Vorstand ist? Also auf jeden Fall achten Sie darauf, dass Sie Potenziale an Bord nehmen, die die Zahlenwelt verstehen und auch in der Lage sind, ein Unternehmen ganzheitlich zu führen. Den Einschub, den Sie eben machten, würde ich nicht ganz so stehen lassen. Ich behaupte nicht, dass in der Vergangenheit bewusst schwache CFOs gesucht wurden. Aber es wurden CFOs gesucht, die in der Tat sehr genau in der Zahlenwelt unterwegs sind und die auch ein Stück weit immer das Korrektiv zum CEO bilden sollten. Da ändert sich so ein klein bisschen die Einstellung, dass man eben einen CFO holt, der das Controlling wirklich mit C schreibt und nicht mit K, also nicht Kontrolle, sondern wirklich Controlling im Sinne einer vorwärtsgerichteten, zahlenorientierten Strategie. Ja, darauf wird geachtet. Was können denn CFOs sich an vielleicht auch noch besonderen Fähigkeiten aneignen während ihrer Phase als CFO, um sich zu empfehlen im Unternehmen für den Sprung auf den Chefsessel? Es gibt eine Tendenz, dass CFOs zum einen neben ihrer internationalen Ausbildung, die sie mitbringen sollten, auch ihrer internationalen Erfahrung, gerne auch Verantwortung übernehmen für eine Business Unit oder auch für eine ganze Region.
Das heißt also, der CFO der modernen Prägung, der heutigen Prägung, ist nicht nur der Zahlenmann sondern er ist eben auch dann verantwortlich zum Beispiel für eine ganze Region. Und das soll ihn qualifizieren für eine spätere Gesamtübernahme. Oft ist es ja so, dass diese Wechsel langfristig annonciert werden, wie jetzt bei der Telekom zum Beispiel. Höttges hat über ein halbes Jahr Zeit, sich warm zu laufen. Oder bei MTU, wo der CFO schon ein knappes Jahr vorher als neuer CEO ausgeguckt wurde. Das heißt, die haben Zeit, sich warm zu laufen, so wie es Höttges im Silicon Valley gemacht hat. Was passiert denn jetzt, wenn ein CFO vielleicht auf eine Krisensituation oder wie bei Siemens jetzt innerhalb von weniger Tage an die Spitze gespült wird? Was prasselt da auf ihn ein und wie muss er sich da umstellen? Diese Dinge, wie jetzt bei Siemens, erscheinen zwar dem Außenstehenden wie aus der Luft gegriffen oder ganz plötzlich gekommen. Gehen Sie mal davon aus, hinter den Kulissen wurden wahrscheinlich solche Dinge schon etwas länger besprochen und auch vorbereitet. Kesa hatte ja auch schon längere Zeit angesprochen, dass er durchaus bereit wäre, auch die Gesamtführung von Siemens zu übernehmen, also er stünde zumindest bereit. Insofern hat er sich meines Erachtens schon mental längere Zeit auf diese Tätigkeit einstellen können. Das ist in anderen Fällen auch der Fall. Diese CFOs sind ja sehr, sehr nah in den ganzen Unternehmensthemen drin, so dass sie in der Tat ad hoc dann auch die Nummer-1-Position übernehmen können. Anders als ein Externer, der sich dann überhaupt erst mit dem Unternehmen auseinandersetzen müsste. Was kommt jetzt auf Leute wie Höttges oder Kesa zu in den nächsten Monaten und Jahren an Dingen, die sie als CFO überhaupt nicht mitbekommen haben oder denen sie sich nicht stellen mussten? Ganz bestimmt das ganze technische Thema. Also die ganzen technischen Themen, die haben sie zwar mitbekommen, aber mussten sie nicht aktiv gestalten. Ich glaube, dass da die größte Herausforderung besteht, sich mit den Technologien, Innovationsthemen auseinanderzusetzen, die nach vorne zu treiben und die entsprechend auch in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Das ist eine Herausforderung. Ein gewisses Zahlenverständnis schadet da ja auch nicht, glaube ich. Das ist schon eine gute Voraussetzung. Zum Schluss habe ich auch Ihnen drei Fragen mitgebracht von Finance TV. Bitte mit Ja oder Nein antworten. Beginnen wir mit der ersten Frage. Haben mehr als 50% der DAX und MDAX CFOs Ihrer Meinung nach das Zeug dazu, eines Tages CEO zu werden? Ja. Überschätzen viele CFOs ihre persönliche Eignung für den CEO-Job? Nein. Und die letzte Frage, werden in Zukunft häufiger als in der Vergangenheit CFOs in Deutschland auf den Chefsessel wechseln? Ja. Klare, gute Aussichten für unsere CFOs. Danke Ihnen für Ihre Einschätzung und Ihre Analyse. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Da waren bestimmt ein paar Tipps für Sie dabei, die Sie eventuell beherzigen. Vielleicht sehen wir Sie dann wieder als CEO in ein paar Monaten oder Jahren. Wir wünschen Ihnen alles Gute bei Ihrer Karriere und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Danke und tschüss.